und Gipfel. Herzlich begrüßen an diesem wunderschönen Sonntagvormittag. Ein besonderer Gruß gilt natürlich dem Hauptakteur heute, dem Alma, seiner Familie. Wir haben einen großen Sieger auch hier auf dem Stehen, eigentlich Siegerinnen. Das ist unsere Damen. Ein bisschen gibt's mir noch. Unsere Damen Oberligamannschaft, die Meister geworden ist und nächste Saison in der Landesliga spielen wird. Vor dieser herzlich zu gratulieren, ist mir auch heute ein Anliegen. Super. Ich will mich natürlich auch einmal bedanken, damit das Schild dann danach auch eingeweiht werden kann. Ja, für die Möglichkeit, jetzt ein eigenes Stadion zu haben. Ich glaube, das ist auch nicht was Alltägliches. Und bedanke mich dann natürlich jetzt auch bei der ganzen Gemeinde, die Leute, die dafür verantwortlich sind, aber ganz besonders bei meiner Familie, bei meinen Eltern, die natürlich das auch ermöglicht haben, wenn jetzt die ganzen Hipster sehe, die da am Wochenende immer unterwegs sein und zu spielen fahren. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass sich die Eltern da immer Zeit nehmen und die Jungs zu den Spielen bringen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Eltern da die Kinder unterstützen. Und natürlich ist auch der Ehrgeiz der Jungs wichtig, um dann halt später vielleicht einmal so erfolgreich zu werden. Es ist ein sehr schöner Sport, der aber natürlich auch im Profibereich nicht immer die schönen Seiten hat, aber ich glaube, wenn man mit Ehrgeiz und mit Willen dabei ist und alles versucht, dann kann man es, so wie es bei mir jetzt auch war, bis ins Nationalteam schaffen. Und das soll für euch alle, glaube ich, auch eine Motivation sein, dass man das auch aus einem kleinen Ort wie Pirkstedt schaffen kann. Danke. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Alles Gute dir, deine Familie, und wenn es Zeit findest, bitte schau vorbei und spar uns ein bisschen an. Danke, Robert.